Ja, Carsten Heine und seine Jungs, sie sind auf der Überholspur unterwegs, blinken dauerhaft links. 7 Spiele in Folge, ungeschlagen, ein Sieg heute und sie sind nur 4 Punkte hinter Spitzenreiter Cottbus. Meuselwitz in Rot mit Kadric bei der ersten Ecke nach gut 3 Minuten. Und die segelt gefährlich rein. Kapitän Eckert am kurzen und Gildenberg am langen Pfosten verpassen den Ball nur knapp. Heiko Weber zuletzt unzufrieden mit seiner Elf. 6 Gegentore waren ihm zu viel. Sie wollen wieder auf die Heimstärke bauen. Letzten 5 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden. Das lässt sich doch gut ansehen. Sie stehen tief gegen Altklinike und wollen überfallartig angreifen. Trübenbach wechselt mal die Seite. Das ist eine gute Idee. Nimmt da Scheder mit. Flanke in die Mitte kommt und Bock mit dem Kopfball nach 12 Minuten. Anfang passte beim ZFC. Fietz bringt mal Altklinike ins Spiel mit diesem Ball. Der kommt postwendend zurück. Das ist Oden, aber Fietz, der Schlussmann bei den Meuselwitzern, er kann das hier nochmal reparieren. Entschuldigt sich bei seinen Vorderleuten. Ja, Meuselwitz gefühlt besser drin in der Partie. Auch wenn Eckert hier den Ball in die Hacken gespielt wird. Scheder mit dem schnellen Einwurf. Eckert wird da gefault, der Pfiff kommt. Aber Schiedsrichter Henry Müller, der Polizist aus Cottbus, er verlegt den Tatort kurz vor den Strafraum. Und das ist, glaube ich, auch eine richtige Entscheidung. Es gibt Gelb für Albrecht. Freistoß also in guter Position. Der Wind von links könnte den Vorteil verstärken. Aber Bürger, der kommt da nicht zum Zug. Türpitz hat das geahnt. Hansch versucht da noch, sich durchzusetzen auf der rechten Seite. Zieht dann den Freistoß. Heiko Weber, eine gute Chance für seine Elf. Die war mal eben futsch. Aber Meuselwitz bleibt dran. Ecke, Kadric. Wie gesagt, der Wind, der ist böig, der ist gefährlich und auch der Ball rutscht durch. Eckert, der reklamiert da noch, dass der Schlussmann von Altklinike, Leon Bethke, dran gewesen sein soll. Ging aber weiter, Hansch verliert den Zweikampf. Was war mit Altklinike los? Die haben sich noch überhaupt nicht richtig entwickeln können, was die Angriffsbemühungen anbetrifft in dieser Partie. Bremer und auch diese Chance vereitelt Meuselwitz. Sehr souverän. In der Abwehr stehen sie gut. Und nach vorne haben sie einiges entwickeln können in diesen ersten 45 Minuten. Altklinike ein wenig enttäuschend, der Auftritt des Tabellenvierten in der ersten Halbzeit. Keine Tore also, aber ein guter und mutiger Auftritt der Gastgeber. Zweite Halbzeit, Altklinike jetzt mit dem besseren Auftakt. Der Ball läuft besser, Spiel ist schneller und prompt kommen sie zum Abschluss. Liebelt setzt da ein Zeichen. Fietz im Tor der Gastgeber, der klärt zur Ecke. Cigerci mit dem Eckball. Und in der Mitte der Kapitän Philipp Zeiger per Kopf. 2 Saisontore hat er bereits erzielt. Aber es läuft nicht bei der VSG, beim Team von Carsten Heine. Nächster Eckball. Wieder Cigerci. Und der ist gut, der ist gefährlich, aber Bürger steht auf der Linie und rettet das 0:0. Wichtig, denn Fietz war schon geschlagen. Bürger bleibt da ganz entspannt beim Kopfball von Büch. Miatke rutscht da der Ball völlig über den Schlappen. Das ist Türpitz, früher CFC. Und jetzt
Usan, der beste Torschütze bei Alt-Lienicke. Aber auch den Ball fischt Justin Fietz. Gute Parade des Meuselwitzer Schlussmanns. Was kann der ZFC in der zweiten Halbzeit in der Offensive bieten? Trübenbach und oh, der wird gefährlich, weil Leon Bethke ja, sich fast das Ding selber reinschmeißt. Carsten Heine, die Miene, sie verbessert sich nicht. Weiter Ball von Fietz. Eckert versucht zu verlängern. Und dann kommt Eckert zu spät gegen den Mann mit der Nummer 6, gegen Jonas Dirkner. Und der hatte schon die gelbe Karte kurz vor Ende der ersten Halbzeit und muss jetzt mit Gelb-Rot vom Platz. Eine schwere Hypothek für die Meuselwitzer, die jetzt die letzte halbe Stunde in Unterzahl spielen müssen. Und natürlich gehen die Bälle in allererster Linie erst einmal auf Sicherheit zurück. Aber die zweiten, die holt sich Alt-Lienicke. Und dann bekommen sie die Tür hinten nicht zu. Foulspiel von Scheder an Oden. Keine Frage, da kommt der Meuselwitzer zu spät. Elfmeter für Alt-Lienicke. Cigerci gegen Fietz. 63. Spielminute, 1:0 für den Favoriten. 9. Saisontor, damit schließt Cigerci auf seinen Mitspieler, auf Usan, auf. Beide jetzt die besten Torschützen bei den Gästen, die natürlich mit dem 1:0 im Rücken viel Selbstvertrauen mitnehmen. Zumal jetzt in Überzahl spielend ist immer einer frei, so wie hier Türpitz. Aber Fietz kann das alles noch im Rahmen halten, hält den Schuss von Türpitz. Aber Philipp Türpitz, eine wertvolle Umschaltstation bei Alt-Lienicke. Setzt da Bock ein. Bock sieht Usan und der Torjäger mit seinem 10. Saisontor macht das eiskalt. Alt-Lienicke mit dem 2:0. Richtig starkes Tor, wie für einen Torjäger gemacht. Alt-Lienicke jetzt natürlich auf der Siegerstraße. Aber Meuselwitz, sie geben nicht auf. Bürger nochmal mit der langen Flanke. Hansch mit dem Versuch, sich durchzusetzen, verliert den Ball. Und Alt-Lienicke, hier sehen Sie die Klasse dieser Mannschaft. Die können hier richtig Betrieb machen. Das ist der eingewechselte Breitkreuz, der hier nur Aluminium trifft. Gute Chance für Alt-Lienicke. Glück für Meuselwitz. Es bleibt beim 2:0. Wir sind in der letzten Spielminute. Meuselwitz nochmal mit einem Freistoß. Müller, der geht knapp vorbei und irgendwie sinnbildlich für diese Partie. Es reicht nicht ganz für den ZFC. Sie verlieren am Ende mit 0:2 daheim gegen Alt-Lienicke. Die haben, erste Halbzeit nicht einmal aufs Tor geschossen. Da haben wir es richtig gut gemacht. Und dann spielt so eine gelb-rote Karte den natürlich in die Karten. Und ja, dann wurde es schwer. Und nach dem ersten Tor hat man dann wieder gesehen, was so ein bisschen unser Problem ist. Dass wir, wenn wir in Rückstand geraten, dass dann so ein bisschen die Köpfe runtergehen. Dann mussten wir uns erstmal wieder schütteln. Und ja, da müssen wir hart arbeiten. Und jetzt kommen in den nächsten Wochen die Aufgaben, wo es darum geht, Punkte zu holen für den Klassenhalt. Alt-Lienicke ein Kandidat für die Meisterschaft? Das mögen andere beurteilen. Wir haben eine nicht so optimale Hinrunde gespielt und wollten jetzt, und das ist unser Ziel, natürlich eine bessere Rückrunde spielen. Wir wollen oben mit dabei sein und das sind wir jetzt auf jeden Fall. Und dadurch macht die Sache auch für uns viel, viel mehr Spaß. Die Volkssportgemeinschaft Alt-Lienicke setzt ihren Höhenflug fort. Und in Meuselwitz beim Zipsendorfer Fußballclub gilt genau das Gegenteil. Zusammenhalt ist jetzt gefragt, denn jetzt warten mit Luckenwalde und Lichtenberg unmittelbare Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Meuselwitz.